Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute, am 26. Mai 2019, mit einer Skatlegung stande Dinge jetzt, also gerade in deiner Seelenpartnerschaft, wie geht es weiter? Erst einmal möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr immer so treu seid, dass ihr immer da seid, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich möchte ich auch die neuen Teilnehmer herzlich hier willkommen heißen auf meinem Kanal und auch so ein bisschen erklären, was auch die letzten Tage bei mir stattgefunden hat. Natürlich habe ich euch versprochen, also dass ich an dem letzten Portaltag, also vorgestern am Freitag, noch Karten ziehe in einem Livestream, wozu auch gar nicht gekommen ist. Ja, warum ist das dann so passiert? Also der Portaltag war, also in der Energie, Verantwortung zu übernehmen, dass man nicht in außen sucht, was auch bei einem passiert, dass man nicht Schuldigen im Außen sucht, sondern bei sich schaut, ja. Ich bin an dem Morgen aufgestanden und hatte so ein komisches Gefühl, also im Hals, als ob da irgendwie ein Kloß oder irgendetwas in meinen Hals drinstecken würde. Natürlich kennt ihr mich auch ein bisschen hier, dass ich Dinge auch ausspreche, ja, auch überhaupt allgemein, ob das jetzt privat ist oder beruflich, also ich spreche schon die Dinge aus und es ist, das wäre für mich das Schlimmste, mir meinen Mund zu verbieten, Entschuldigung, weil das ist für mich, also Kommunikation ist sehr wichtig. Aber dennoch war das ein komisches Gefühl, da ich so schlecht schlucken konnte. Ihr habt ja auch gemerkt, dass ich dann morgens immer mal wieder heiser bin. Ja, und an dem Tag hatte ich dann auch wieder einige Termine und auch am Samstag angenommen, auch Hypnose. Und natürlich war mir das wichtig, das zu klären, dass, da habe ich gedacht, naja, vielleicht kriegst du etwas zum Gurgeln oder wie auch immer, ja. Da habe ich kein Video gemacht, bin zum Arzt gegangen. Natürlich am Freitag, ich gehe ja gar nicht so gerne zum Arzt. Ich versuche das immer selber mit allen möglichen, mit Alternativsachen natürlich und bin auch sehr positiv eingestellt und ich komme dann zum Arzt. In dem Wartezimmer habe ich dann halt auch Reiki gemacht, wie er mich auch kennt. Naja gut, bin auch recht ziemlich zügig dran gekommen. Die Ärztin meinte, ja, also ich kann da jetzt nichts sehen, gehen Sie bitte zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja, dann bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und auch mit lange Wartezeit. Ich saß im Wartezimmer und machte immer wieder Reiki und immer wieder Reiki. Und tatsächlich kam ich auch hier ziemlich schnell dran. Also wo sie sagt, ja, bis 1 Uhr haben wir die Praxis auf und also ich kann Ihnen keinen Termin geben. So, und bin dann halt doch schneller, wesentlich schneller dran gekommen, als ich dachte. Ich komme da rein, der Arzt meinte, das ist alles in Ordnung, das sieht alles wunderbar aus, da ist nichts. Ja, ich sage, warum habe ich dieses Gefühl? Ja, das ist psychosomatisch, das haben sie sich eingebildet. Es war mir in erster Linie, musste ich lachen, da ich wirklich mir keine Krankheiten einbilde. Aber da fiel mir ein, naja gut, es ist ja ein Portaltag, wer weiß auch immer, warum sich das hier bei mir so gezeigt hat. Vielleicht auch, dass ich einfach auch nochmal deutlich bekomme, dass ich das selber in den Griff bekomme, dass ich das selber heilen kann. Also ich habe mit Reiki, da war das weg. Und natürlich hatte ich dann auch danach pünktlich um 1 Uhr meinen Termin an dem Freitag. Und das war eine Dame, die so wirklich einen sehr weiten Weg hier zu mir in der Praxis gemacht hat. Und ja, sie war auch länger hier geblieben. Also sie hat auch noch einiges anderes dann in Anspruch genommen. Und dann nochmal der nächste Termin. An dem Tag hatte ich den Portalkreis um 9 Uhr. Und natürlich auch noch ein Liebesritual. Und dann habe ich auch für euch leider nicht mehr geschafft,
diesen Livestream zu machen. Und gestern ging es mir so ähnlich. Also gestern, ich muss auch mal zwischendurch etwas Privates erledigen. Ja, war ich einkaufen vormittags und nachmittags bis abends 10 hatte ich die Termine voll. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und nehmt ihr mir auch nicht übel, wenn ich wirklich hier kein Video hochlade. Also ich versuche so oft wie möglich und deswegen, ich werde euch nicht mehr was versprechen, vielleicht kann ich das doch nicht halten. Das war jetzt auch wirklich keine böse Absicht, ist auch keine Rechtfertigung. Nur ich weiß, dass viele so sehr darauf warten. Ich weiß das und ich begleite euch auch so, so gerne. Und so oft wie möglich, so wie ich das schaffe, werde ich diese Videos hochladen. Heute bin ich extra was früher für euch aufgestanden, hier diese Video zu machen, da ich heute auch wieder ausgebucht bin. Ich bin nämlich heute auf den medialen Supervision-Treffen und das ist auch eine Ganztagesseminar und abends auch wieder einen Notfalltermin angenommen. Also eine Dame, wo es wirklich schlecht geht, wo ich das also schnell wie möglich diesen Termin für sie vergeben sollte, wo ich sie auch schon längere Zeit begleite. Und es war auch nichts mehr anderes frei wie heute Abend jetzt und was auch für uns beide passte. Und also deswegen kann ich auch jetzt den Livestream nicht machen. Also ich schaue mal einfach nächste Woche, ob ich das reinbekomme. Natürlich bekommt ihr auch die Karten, wie versprochen, bei dem nächsten Livestream. Und also am besten abonniert ihr meinen Kanal, dann seid ihr auch direkt benachrichtigt, wenn es etwas Neues hier von Kanal Reka gibt. Also mir geht es gut, ihr hört ja auch meine Stimme, geht es auch gut und ich habe auch keine Ängste, dass ich da krank bin oder sonst was. Natürlich gibt der Körper bestimmte Signale, wo man auch schauen soll. Natürlich, ich rede auch sehr viel, also in jede Beratung, jede Hypnose, jede Kartenlegung ist ja meine Stimme immer sehr gefordert. Das hört ihr dann auch, aber das mache ich ja auch gern. Und wie gesagt, mir wirklich den Mund zu verbieten, wäre die höchste Strafe überhaupt. So, meine Lieben, dann würde ich jetzt auch gerne mit dem Mischen der Karten anfangen. Schließt mal eure Augen und taucht einfach in der Energie der Kristallschale ein und sendet mir eure Gedanken. Also diese Legung soll jetzt gerade so sein und jetzt in den kommenden Tagen. Also ich lege mich jetzt nicht ganz fest, sind das jetzt 5 Tage, sind das jetzt 3 Tage. Ja, fühl mal hinein, gerade in den Standpunkt. Also was jetzt gerade bei dir und deinem Seelenpartner natürlich los ist. Schließe dabei die Augen. Meine Lieben, hoffe, dass ihr seid bereit. Und apropos Hals, fällt mir jetzt auch ein, dass ich eine Klangschale gekauft habe. Ich warte noch, dass sie geschickt wird. Also ausgesucht habe ich sie schon. Die wird geschickt. Und da habe ich die Merkur-Schale gekauft. Merkur steht ja auch für die Kommunikation, die werde ich euch auch hier in der Legung mal vorstellen. Ja, Kommunikation, die brauche ich auch, ja, momentan. Also für meinen Hals. Warum geht es hier heute? Also in erster Linie geht es hier um dich und um deine Kommunikation, um Nachrichten, was jetzt gerade hier vielleicht auch auf dich zukommen. Also Kommunikation allgemein, also Gespräche für dich gerade jetzt und das mit Erfolg. Also es wird irgendwie ein Gespräch
bei dir stattfinden, wo du dich sehr freuen wirst, wo du das Gefühl hast, das hat wirklich Erfolg, das war erfolgreich, das war gut, das war toll. Und natürlich ist das auch so, ja, spirituell geleitet, das Ganze, ja, so diese ganze Gespräch ist, ja, so entweder geführt oder du hast eine Begegnung oder dein Gegenüber, wir legen ja jetzt hier für den Seelenpartner, findet eine Kommunikation auf spirituelle Ebene statt oder es hat eine spirituelle Entwicklung stattgefunden und er kann mit dir kommunizieren, was also ganz unverhofft und mit Lebensfreude auf dich zukommt, wo du dich wirklich darüber auch sehr, sehr freuen wirst, ja, darum geht es jetzt hier heute, dass da eine Kommunikation stattfindet, das auf dich zukommt, ja. So, liebe Engel, wann kann ich jetzt hier die Karten auslegen? Bitte gib mir ein Zeichen, wann ist das soweit? Ja, also das wird für dich das größte Glück sein, ja, das Glück, größte Glück, wenn der auf dich zukommt, ja. Oh, da ist dein Gegenüber schon ziemlich oben in seine Kraft. So. Und du schaust so ein bisschen raus aus dem Bild. Ja, je nachdem, wie lange du auch schon diesen Prozess gehst und wie lange du auch in diese abwartende Haltung auch bist. Also ich habe das Gefühl, dass du im Moment so ein klein bisschen deine Interesse verloren hast. Also nicht jetzt negativ gemeint, sondern ja, dass du einfach ja, das Ganze nicht mehr so anschaust, sondern eher bei dir bist. Eher nach dir schaust, eher sagst, ja gut, bist du eher in die Annahme gegangen, wie es jetzt gerade ist, wie es jetzt gerade stattfindet, dass du sagst, naja gut, dann ist das halt so, wenn er noch nicht so weit ist, dann warte ich halt nochmal oder warte ich halt, aber nicht so in diese abwartende Haltung, sondern ja, du nimmst es an, ich kann da jetzt momentan nichts machen, ja. Also ich habe das Gefühl, aber dir geht es dabei jetzt nicht schlecht. Also dir geht es ziemlich gut. Also ich habe auch das Gefühl, du bist ziemlich in deiner Kraft und auch in deinem Gefühl. Du hast jetzt nicht dein Herz verschlossen. Das fühle ich hier gar nicht, sondern ja, dass du dich so ein bisschen von der Öffentlichkeit so zurückgezogen hast. Ja, vielleicht kommt das auch so ein bisschen kühl rüber, vielleicht ein bisschen so mit Abwehrhaltung und du möchtest auch jetzt nicht mehr irgendwie verletzt werden, sondern sagst, dann ist das halt so, ja, das muss ich nicht haben, also wie das jetzt momentan so ist, so nehme ich das hier bei dir wahr. Das hat wohl was mit der Vergangenheit zu tun, ja, auch teilweise auch mit dem vergangenen Leben und du bist jetzt auch wirklich bereit dafür die Verantwortung zu übernehmen. Du bist da wirklich bereit dafür und sagst, okay, ich schaue mir das an, was ist da falsch gelaufen, was war da nicht richtig, ja. Und das bearbeitest du, dieses Thema momentan. Und du läufst ihm auch nicht nah. Also du hast dich da auch komplett weggedreht. Natürlich wünschst du dir auch das höchste Glück auch überhaupt, dass du wieder glücklich bist, dass es dir gut geht. Und da nutzt du auch die Spiritualität. Teilweise vielleicht auch deine innere Einstellung, dass du dein Glück manifestierst. Vielleicht bist du auch, dass du irgendwelche Meditationen machst, also dass du mehr in deine innere Mitte kommst, dass du, ja, dass du dich gut fühlst, dass du für dich gut sorgst, dass du vielleicht also mit dir selber arbeitest, ja, so hier mit der Spiritualität, mit der Hilfe der Spiritualität, vielleicht auch ganz viel Energiearbeit, fokussierst du dich mehr auf dich und das ist durchaus positiv.
Dein Gegenüber dagegen, also ihm geht es auch jetzt nicht schlecht, dem geht es auch ganz, ganz gut. Ich sehe das aber, dass er sehr noch im Kopf ist, also sehr kopflastig, dass er ein rational denkender Mensch ist, also dass er noch dieses Gefühl immer wieder noch schwer tut, dieses Gefühl für dich zuzulassen, ja, dass er also immer wieder noch ja, ins Kopf geht und bestimmte Dinge analysiert. Also ich sehe allerdings auch bei ihm, dass da schon was stattfindet. Also dass hier schon also seine Herzthemen oder alles, was mit den Gefühlen zu tun hat, in Heilung bringt. Also das sind hier die 2 Achtkarten, dass er auch wirklich diese Verletzungen, Enttäuschungen ins Heilung bringt. Also ich sehe auch, dass er so einiges, einiges bewusst wird. Also und auch Stück weit auch sortiert oder organisiert. Also er fängt jetzt an, dass er sich manche Dinge eingesteht, dass er manche Dinge erkennt, dass er sich nicht mehr belügt, dass er ehrlich mit sich selber ist. Hier hat er die Karte, ja, das größte Vertrauen allgemein, also dass er immer mehr in sein Vertrauen kommt und auch Stück weit, das ist hier, das steht auch für die Ehe. Es kann auch sein, dass er noch in eine Beziehung ist oder eine feste Partnerschaft. Also ich muss euch dazu sagen, wenn hier die Karten kommen, dass dein Gegenüber noch eine weibliche Energie an sich hat, viele sagen, nein, nein, der Seelenpartner hat keine Frau, keine weibliche Energie oder nein, nein, das stimmt nicht. Und es stellt sich dann im Nachhinein doch aus, dass da eine weibliche Energie da war und auch oft, dass es also wirklich entweder eine Partnerin, die verschwiegen wurde, eine Ehefrau oder auch immer die Ex-Partnerin, wo doch noch Kontakt mitgehalten wird. Also solche Dinge, fühl in dich hinein. Natürlich, wenn da überhaupt keine Partnerin da ist, dann ist das hier nicht deine Legung. Aber ich versuche das auch auf Charaktereigenschaft zu reduzieren oder zu deuten, was das auch heißt. Also er wird vieles bewusst jetzt auch in seinen Verletzungen, in seinen Themen. Also alles, was mit den Gefühlen zu tun hat, kommt immer mehr ins Vertrauen. Er sortiert sich komplett neu, auch im Kopf, also auch rational jetzt. Also denkt darüber nach, was wäre richtig, was wäre falsch. Ich sehe jetzt hier die Frau, dass der halt noch vergeben ist. Also eine sehr selbstbewusste Frau hat er hier an seiner Seite. Und also sie ist auch sehr materiell eingestellt. Also ihr ist sehr diese finanzielle Stabilität, also sehr, sehr wichtig für diese Frau. Also ich habe das Gefühl, die ist recht lebensfroh, mag das schöne Leben so weit, ja, so viel, viel im Außen sein, viel materielle Werte zu haben. Und ja, dass die auch gar nicht so wirklich im Gefühl ist oder jemand, die ein bisschen kühler ist und so diese Gefühle gar nicht so richtig fließen lassen kann, dass sie das auch gar nicht so richtig zeigen kann, ja. Und ja, dein Seelenpartner, habe ich das Gefühl, schon, dass er in deine Richtung schaut. Also er fühlt sich von dir also sehr weit entfernt auch. Also entweder räumliche Distanz, aber auch kann sein, dass da also wirklich auch zwischen euch eine Distanz entstanden ist, weil du gesagt hast, nee, also das ist mir zu oberflächlich, das möchte ich nicht. Oder ich schaue einfach nach mir, wie es mir geht. Also wenn da jetzt dein Gegenüber natürlich immer in seinem Kopf ist, also kann auch sein, dass du viele Dinge ganz anders mittlerweile betrachtest. Und er ist immer noch unsicher und ja, also kommt wirklich noch nicht in deine Richtung, Interesse schon. Aber ist immer noch unsicher und hat noch mehr Themen zu sortieren. Und das ist für ihn eine Herausforderung. Natürlich weiß er, dass du seine Seelenpartnerin bist. Also das steht auch jetzt hier. Er weiß ja, dass du seine Seelenpartnerin bist. Und das ist für den auch eine Herausforderung, all diese Gefühle zu fühlen und zu spüren. Und von allen Dingen
Also ist hier, also mehr oder weniger aktuell, wo es jetzt noch hapert, ist eure Kommunikation, also hier die Gespräche, dass das auch nicht stattfindet, dass dein Gegenüber mit dir einfach nicht spricht und das auch vielleicht schon seit längerer Zeit. Warum spricht er denn nicht mit dir? Weil der halt diese Liebe auch fühlt, ja, und aber auch nicht aussprechen kann. Also vielleicht auch hat er auch vielleicht eine Halschakrenblockade, also so ähnlich wie bei mir. Obwohl ich spreche ja alles aus, also so ist es nicht. Aber es kann ja auch sein, dass da jetzt irgendwie bei deinem Seelenpartner, dass er über Gefühle auch vielleicht nicht sprechen kann, ja. Das sehe ich hier. Aber er schaut schon in deine Richtung. Also was jetzt mit der Partnerin da ist, dass es also schon Blockaden da sind, falls deine Partnerin da ist, dass es auch keine einfache Beziehung ist. Also ist auch eine Beziehung, die mehr im Außen gelebt wird. Ja, hier also Traurigkeit, Tränen auch bei ihr. Ja. Und ja, da ist immer wieder kränkelt etwas bei den beiden. Also es überwiegend geht es ums Haus. Also es geht hier ums Haus, um Finanzen geht es hier, ja. Und natürlich ist hier die Frau, falls noch jemand da ist, natürlich ist auch ein Stück weit auch abhängig von ihm. Ich habe das Gefühl, dass sie entweder nicht arbeitet oder weniger arbeitet oder dass die auch finanziell schon gebunden ist an deinem Seelenpartner und natürlich diese finanzielle Sicherheit ihr auch ein Stück weit, ja, dass sie das auch toll findet, dass sie halt alles kaufen kann und diese Sicherheit hat und ein schönes Leben hat, ja, vielleicht auch, ja, also diese Sicherheit genießt auch einfach. Braucht sie vielleicht auch ein Stück weit. Also, soweit ich das hier einschätzen kann, vielleicht hat sie auch ein Erdelement, ja. Also entweder in ihrem Sternzeichen oder in einfach ein Erdelement in ihrem Sternzeichen oder in ihren Mond oder in ihren Aszendent. Das könnte jetzt ja, Stier, Jungfrau oder Steinbock sein. Also die genießen schon, also diese finanzielle Sicherheit ist auch nicht immer negativ, um Gottes Willen. Und hier dein Herzensmensch, also wem ich jetzt hier sehe, könnte ein Wasserelement, also in sich tragen oder sich so verhalten. Schon, also ich sehe da schon eine Leidenschaftlichkeit auch, ja, bei deinem Gegenüber. Also bei dir nach wie vor, du weißt schon, dass es hier also deine große Liebe ist, die wahre Liebe. Momentan, das weißt du auch, und dass es halt, dass du deine Liebe erfolgreich gefunden hast, dass es auch dauerhaft ist, dass es eine Seelenliebe ist. Und für dich ist das genauso eine Herausforderung in deinem jetzigen Leben, in deinem, ja, im Außen das auch zu leben. Dass es für dich wirklich auch eine Herausforderung ist, dein Leben also wirklich auf den Kopf zu stellen, ja? Also du befindest dich momentan im Rückzug und du möchtest ja auch halt ja, dieses Glücksgefühl haben. Und also vielleicht bist du jetzt dabei, dass du deine Augen immer wieder mal auf das Schöne richtest. Und das wäre auch wirklich die richtige Entscheidung, dass du erstmal in erster Linie nicht dieses Groll siehst mit deinem Gegenüber, mit deinem Seelenpartner, was nicht ist, sondern dass du sagst, naja gut, ich habe hier dieses Glück, einen Seelenpartner zu begegnen, wo ich diese tiefe Gefühle fühlen darf, erkennen darf, dass es etwas mit mir macht, dass ich mich entwickeln kann. All diese Dinge, ja? Und dass es halt auch eine schicksalhafte Begegnung mit euch ist, dass es auch so ein bisschen vorbestimmt ist, dass es so dein, ja, so deine Bestimmung ist dir für diese Begegnung, dass du daraus auch ganz, ganz vieles lernst. Also soweit ich das jetzt hier wirklich annehmen kann, ist hier, dass du auch diese starke Anziehung zu ihm spürst, also diese Verliebtheit, diese starke
Anziehung und ich nehme auch bei dir ein Stück weit wahr, dass auch eventuell Ängste noch da sind. Ängste da sind vielleicht nochmal irgendwie, dass er dir weh tut, dass er dich verletzt und deswegen schützt du dich ein Stück weit, also reagierst du mit einer Abwehrhaltung. Und hier, die Karte steht zwar für den Neuanfang auch, dass ein möglicher Neuanfang da ist, dass diese Beziehung Potenzial hat, das ist dir schon bewusst. Dennoch, ja, bist du so mit Abwehr. Also das kann jetzt sein, dass du ja durch diesen Rückzug und diese Abwehrhaltung bei dir, dass du sagst, ja, ich muss in erster Linie gut für mich sorgen und dann schauen wir mal, wann das Gegenüber rüberkommt und was er dir auch kommunizieren möchte. Also was ich jetzt hier bei deinem Gegenüber sehe, wo es jetzt nicht so wirklich also noch stimmig ist oder was, wo er noch eine Baustelle hat, ist wirklich die weibliche Seite, also seine Intuition mehr zulassen, sein Gefühl zu folgen, da kränkelt es. Darum kommt es auch noch nicht zu Neuanfang. Oder aber auch, er ist noch in der Partnerschaft und er bearbeitet gerade noch Themen. Also es kann auch sein, dass hier Mutterthemen bei ihm noch aktuell sind. Ja, also bei dir sehe ich jetzt, dass du deinen Blick so ein bisschen anders richten solltest, wie ich das auch sage. Richte deinen Blick nicht auf dieses Ärgern, ärgere dich nicht über ihn, sondern sehe, also richte deinen Fokus auf das Potenzial, was eventuell dahinter, nicht eventuell, was dahinter steckt, also neue Sachen oder mögliche Neuanfang, was also möglich wäre, richte deinen Fokus da drauf. Also um dich herum sehe ich, dass du wirklich deine Vergangenheit auch bearbeitest und ja, also ergänzt auch, was habe ich da falsch gemacht, was war nicht richtig, dass du dafür auch ein Stück weit die Verantwortung übernimmst. Vielleicht hast du auch eine karmische Blockadenlösung hier mit Hypnose gemacht. Natürlich kann das auch von früher, aus dem früheren Leben auch etwas sein, wo ihr miteinander nicht in Harmonie wart und dadurch diese Blockade da ist und das ist eine Auswirkung auf deine jetzigen Beziehung mit ihm zu tun hat. Vielleicht hast du das auch gemacht, also als Blockadenlösung oder also wie auch immer. Also wenn ich das jetzt so mal betrachte, da ist jetzt schon ja so einiges bei dir auch in Bearbeitung. Bei dir sehe ich total positive Karten, ja, auch hier dieses Verliebtsein, diese Herausforderung, die Seelenpartnerschaft, der Rückzug sehe ich jetzt hier nicht negativ, sorge auch gut für dich, ist auch wichtig, die Anziehung sehe ich, die Spiritualität, dass du dich verstützt und dass es so ein bisschen auf Abwehrhaltung rüberkommt, ist auch richtig, dass du dann mehr in deine Kraft kommst und sagst, ja, dass du auch ein Stück weit auch deine Grenze zeigst, ist auch durchaus gut. Bei deinem Gegenüber, also wie gesagt, mit den zwei Herzkarten, also er bearbeitet seine Themen auch, wenn es noch was dauert. Also entweder ist er räumlich entfernt oder halt ist so eine Distanz zwischen euch jetzt noch entstanden, dass er halt seine Gefühle auch unterdrückt und nicht rauslässt. So, meine Lieben, ich würde jetzt gerne noch eine Tarotkarte ziehen. So, eine für dich. Und für dich kommt die Sonne. Und eine für dein Gegenüber. Und er bekommt zwei Karten. Und zwei Karten lasse ich auch. Also die beiden Portaltage hatten es in sich. Also habt ihr auch gesehen, also auch selbst bei mir, eine Chaos ausgelöst, also wo ich dann auch drüber schmunzeln musste zum guten Schluss. Also ich hoffe, ihr habt auch gut die Portaltage überstanden. Die Energien waren sehr kraftvoll, nicht jetzt negativ, aber trotzdem
es hat sich alles anders entwickelt als gedacht. Also die Sonne für dich. Hohe kreative Energie, Bewusstheit, erfüllte Liebesbeziehung, Weisheit, Transformation und Spiritualität hier. Ja, also das ist doch schon durchaus hier positiv für dich, die Spiritualität. Ja. So, die Erfüllung deiner Wünsche ist hier und jetzt möglich. Entspanne und überlass dich den großen Regien. Also, dass du es, vielleicht hast du es auch abgesendet, ja, ins Universum gesendet, deinen Wunsch und auch losgelassen. Also entspanne dich und überlass das den großen Regien. Also, dass du darüber nicht nachdenkst, wie und was, das ist nicht möglich, der ist doch verheiratet, sondern einfach, dass du es lässt, ja, hast es übergeben und dann wird das irgendwie schon für dich in Erfüllung gehen. Die richtigen Partner werden sich finden. Die richtigen Partner werden sich finden und das ist eine Wunscherfüllung. Welche Aufgabe, welches Projekt steht jetzt für dich an? Also falls du irgendwas für dich machst, also an Projekten oder was planst, visualisiere das Licht und die Wärme der Sonne in deinem Herzgegend. Und erinnere dich heute an den nächsten Tagen immer wieder daran, dass die Sonne in dir und durch dich scheint, also diese Sonnenenergie. Die Sonnenenergie ist eine männliche Energie im Grunde. Also weil das von oben kommt, vom Universum kommt, ich bin im Einklang mit dem göttlichen Licht, die mich erfüllt und leitet. Und natürlich ist es auch die weibliche Energie wichtig und also da diesen Ausgleich also auch zu finden. Dass du halt die Erdenergie aus der Erde hochnimmst. Also die Erdenergie hilft dir ja auch, dass du in der Stabilität bist, dass du bestimmte Dinge auch erden kannst. Aber auch die männliche Energie ist wichtig, dass du halt diese lichtvolle Energie in dich hineinfließen lässt. Und der Herz, unser Herzchakra ist gerade der Punkt, der diese beiden Energien miteinander auch verbindet, also die feinstofflichen und die erdgebundenen Chakren auch miteinander verbindet, also die Herzchakra, das ist die Mitte. Und was kommt für deinen Gegenüber? Kommt der Sieg und natürlich die Quälerei. Und dazu kommt auch noch die Botschaft, also das waren 5 Scheiben, also die Quälerei steht dafür, dass er, also Merkur im Stier, also sich Sorgen, Grübeln, Pessimismus, Existenzangst. Was habe ich euch gesagt? Auch hier die Frau ist im Existenzangst, also ist ja auch materialistisch eingestellt. Sollte hier keine Frau haben, da steht das auch für seinen Selbstwert. Also, dass er auch so seinen Selbstwert auch an diese Finanzen bemisst. Also Selbstwert, Selbstliebe, Selbstachtung mit den Finanzen, Stück weit auch egoistisch. Also das kann auch darauf also hindeuten. Und Existenzangst und problematische Kommunikation. Schaut mal wirklich, wie die Tarotkarten das also wirklich 1:1 wiedergeben. Das ist unglaublich. Also wenn du diese Karte bekommst oder diese Karte ziehst, bist du bereit, deine Situation so wie sie ist, ins Auge zu sehen. Du hast die Möglichkeit, dich zu befreien, indem du die Auseinandersetzung herbeiführst, die jetzt notwendig ist, also mit den Partnern oder auch mit dir selbst. Nur klare, offene Kommunikation ermöglicht einen Fortschritt. Ihm ist das auch bewusst, dass er hier, also wenn der auf dich zukommt, dass er nur mit einer klaren Kommunikation auf dich zukommen soll, also mit Klarheit, ja. Und, ja, in welchen Angelegenheiten und Bereichen bist du noch nicht klar und nicht entschieden genug? Mit welchen Menschen hast du etwas zu klären? Also ich habe auch das Gefühl, dass er auch mit dir etwas zu klären hat. Ja, das ist ganz, ganz
wichtig, dass bestimmte Dinge einfach geklärt werden. Man kann nicht davonlaufen. Und hier ist eine Unentschlossenheit, ja? Und die Frage, was eine offene Ausspracheklärung für dich verändert. Ich bereinige jetzt mein Leben. Und da ist die Klärungskarte schon hierfür gefallen. Und das kommt jetzt mit dem Sieg. Also natürlich wäre wichtig, dass er das mit dir so klärt. Ja. Und das ist der Stabkarte. Ja, 6 Stäbe. Moment. Ja, 6 Stäbe stehen für den Sieg. Jupiter im Löwen. Sieg, Erfolg, Klarheit, Durchbruch, Vereinigung der Kräfte. Führe aus, was du vorhast. Der Augenblick verspricht Erfolg. Also, der nächste Schritt mit der Kommunikation. Hier ist die Kommunikation zwischen euch. Was willst du wirklich erreichen? Was bedeutet für dich Sieg? Lass eine klare Antwort auf die übrigen Fragen in dir entstehen. Dann ziehe eine weitere Karte, die dir zeigt, welche Kräfte dich auf den Weg zu deinem Sieg unterstützen oder hemmen. Ja? Also was hemmt ihn? Also seine finanzielle Einstellung und Unentschlossenheit. Ja, und sage dir doch, ich bin jetzt bereit, Erfolg in meinem Leben zu genießen. Mein Sieg dient dem Wohle aller Beteiligten. Also, er wird auf dich zukommen, soweit ich das hier deuten kann. Er wird auf dich zukommen, wird ein klärendes Gespräch stattfinden. Geh in diese männliche Energie mehr, dass du auch manche Dinge dann vielleicht auch ein Stück weit manifestierst, ja. Das ist jetzt für dich die Karte, dass du trotzdem in der männlichen Energie gehst, auch wenn die Karte jetzt sagt, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ja, geh dahin, kümmere dich um dich. Ja, in erster Linie kümmere dich um dich. Lass es dir gut gehen, visualisiere dir. Also diese männliche Energie, wie das in Erfüllung geht, oder kümmere dich um deine Projekte und für dein Gegenüber noch eine Karte, der wird auf jeden Fall auf dich zukommen. Er bekommt Lausche in dich hinein und finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Da ist noch einiges am Bearbeiten. Und das die Karte ist hier, die sexuelle Vereinigung. Ja, das verbindet euch ja auch, diese starke sexuelle Anziehung. So, und hier aus dem Kartendeck Reka, die ihr so liebt, natürlich könnt ihr auch noch bei mir ein paar sind noch da, könnt ihr noch bestellen. Und ja, da freue ich mich, wenn die alle sind, dann bestelle ich noch ein paar nach. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. So, ich ziehe jetzt auch eine für dich und eine für dein Gegenüber. Die geben auch so exakte, schöne Botschaften, was wirklich für dich wichtig ist, ja? So, für dich kommt der Engel der Fantasie. Bringe deine Kreativität zum Ausdruck, lass dich inspirieren und lebe schöpferisch. Probiere alles aus der und kreiere Neues mit Hilfe von Freude und Fantasie. Also für dich und für dein Gegenüber, dass du dich um dich selber kümmerst, ja, dass du manche Dinge auch kreierst, ja. Und bei deinem Gegenüber ist Engel des Vertrauens. Hab Vertrauen in dich und in deine Ziele. Dein Engel unterstützt dich in der Erfüllung von allem, was du dir vorgenommen hast. Glaube an dich. Ja, so, das, die Karten wollte ich noch auszählen, stimmt, also da muss ich das jetzt hier zur Seite packen. Natürlich, wenn du eine persönliche Beratung möchtest, kannst du gerne einen Termin bei mir buchen. Schau dich einfach an meine Webseite um.
Wir haben eine kurze Woche, meine Lieben, beachtet. Also wenn ihr einen Termin wollt, dann meldet euch, damit ihr auch schnell wie möglich einen bekommt. So, dann habe ich die Karten. Jetzt lege ich auch mal hier noch jeweils eine Karte hier auf die Seelenpartnerschaft. Die wollte unbedingt. Drei Karten auf dich, auf diese starke Anziehung. Natürlich auf die Kommunikation. Ja, wie auch immer. Und ja, den Seelenpartner haben wir fast vergessen. Den haben wir fast vergessen. Ja, das geht aber gar nicht. Also auf dich kommen jetzt hier drei Karten. Und zwar ja, die Liebe, also allgemein die Liebe, die Wunscherfüllung. Ja, dass du wirklich für dich die Verantwortung übernimmst, auch für Vergangenheit, was da auch wirklich falsch gelaufen ist. Vielleicht hast du auch zu viel gegeben, zu viel gemacht, dass du das in Gleichgewicht bringen willst. Und natürlich auch hier, ja, dass du halt so ein bisschen deine Gefühle so hinterm Zaun hältst, so ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießt. Im Grunde bist du jemand, der also treu ist, liebevoll ist, zuverlässig ist, also total positiv. Aber das kann ich auch verstehen, dass du so ein bisschen... Ja, die Seelenpartnerschaft ist halt eine karmische Verbindung zwischen euch. Also eine karmische Seelenpartnerschaft wird es auch hier nicht weglaufen können. Da habt ihr schon ein Thema miteinander, was also angeschaut werden sollte. Die Anziehung, ja, also dieses Verliebtsein, die Anziehung, das zeigt sich auch so im Außen, die Öffentlichkeit vielleicht, vielleicht kommuniziert ihr auch über Social Media oder irgendwie übers Internet. Diese Anziehung ist also sehr stark. Oder du siehst ihn auf der Arbeit vielleicht, also in der Öffentlichkeit. Das kann auch hier hindeuten, eine öffentliche Gebäude. Und dadurch diese starke Anziehung da ist. So, auf die Kommunikation kommt, dass das halt erfolgreich stattfinden wird und stets mit Fortschritt. Also ist hier die Karte Bewegung. Das kommt auch wieder in Stabilität. Also eure Kommunikation kommt in Stabilität. Und bei dem Seelenpartner kommt ganz viel Bewusstwerdung. Also sich selber nicht anlügen. Also ehrlich mit sich selber sein und bewusst werden. Das ist doch super. So, das war jetzt wirklich die Stand der Dinge. Das war jetzt auch ausführlicher dafür, dass ich jetzt zwei Tage keine Videos gemacht habe. Ich danke für eure Treue. Ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.